Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der Kalenderwoche 16 vom 15. April bis zum 21. April 2019. Nach den winterlichen Tagen klart der Himmel in der Nacht zu Montag auf, teils kühlt es nochmals stark ab. Nach den Niederschlägen vom Sonntag besteht örtlich die Gefahr von Bodenfrost und Glatteis. Am Tag bleibt es sonnig bis wolkig bei 9 bis 15 Grad, am Pfälzischen Rhein bis 18 Grad. Der Dienstag startet überall freundlich, am Abend kommen aus südwestlichen Richtungen Schauer und vereinzelte Gewitter, die sich im Südwesten festsetzen. Die Gewitter sind allerdings nur von kurzer Dauer und lösen sich recht schnell wieder auf. Danach sind es nur noch Schauer bzw. Nieselregen, Schauer. Die Werte betragen 10 bis 17 Grad, im Westen bis 20. Das Schauwetter geht im Westen und Südwesten auch am Mittwoch weiter. Dabei werden 14 bis 19 Grad erreicht, sonst bleibt es heiter bis bedeckt bei 11 bis 15 Grad, an den Küsten 10 bis 12 Grad. Der Trend. Am grünen Donnerstag wird es wolkig bis sonnig. Am Nachmittag können in Mitteldeutschland vereinzelt Schauer auftreten. Dabei werden 12 bis 22 Grad erreicht. Am Karfreitag wird es auch sonnig bis wolkig bei sommerlichen 15 bis 25 Grad. Im Südwesten können am Nachmittag örtlich Gewitter entstehen. Am Osterwochenende wird es überall freundlich mit Höchstwerten zwischen 14 und 24 Grad. Es bleibt trocken. Auch in der KW 17 geht es sommerlich weiter. Nur zur Wochenmitte hin steigt das Gewitterrisiko. Es bleibt aber größtenteils trocken. Und die Dürre geht dann auch weiter. Bis Mitte Juni wird es weniger Niederschlag geben. Das bedeutet, dass die Dürre sich weiter ausbreitet. Da es haben wir jetzt schon ziemlich trockene Böden. Aber wie es dann schlussendlich aussehen wird, das werden wir dann in den nächsten Wochen klären. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche und ein schönes Osterfest. Euer Cedric. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.